It's as wide as? Pretty much. Okay. Jetzt kannst du von schräg vorne nach rechts hinten, also so diagonal kannst du dich jetzt drehen. Oder du machst halt, was auch eine beliebte Übung ist, unten mit den Füßen einen Kreis beschreiben, innerhalb des Quadrats. Dass du so, dass du so einfach mit den Füßen guckst, dass du unten so Fuß. Genau, das erfordert dann schon ein bisschen Geschick. Ja, soweit. Hey, da haben wir hier von zu Hause so eine Scheibe hier, die dann, was sind das hier, MTF oder sowas? MFT. Glaube ich, MFT. Und das ist ja so eine Balance-Scheibe. Mhm. Und das wird so eine Kreisübung eingeben und das, wo ich die meisten Probleme habe. Mhm. Ach so, mit so einem Feedback noch dazu. Mit was am Rechner anschließen kannst. Okay. So, machen wir andersrum. Probieren wir den Kreis andersrum zu malen. Und jetzt kannst du ja nochmal probieren, die Übung vom Anfang vor zurück.